Sommer, darf ich Marc sagen? Wissen Sie, wo Ihre Schwester gestern Abend herkam? War sie mit jemandem verabredet? Was heißt das? Sie hat kaum gelitten. Sie war kurz nach dem Sturz bewusstlos. Wie können Sie so genau sagen, wann es passiert ist? Ärzte können sowas. Und die Mutter der beiden? Meine Frau ist seit 4 Jahren tot. Klingt fast wie eine Drohung. Lass mich. Ich meine es ernst. 1, 2, 3, 4 Ausrufezeichen. Oder ist das Verzweiflung? Knapp eine Stunde später war sie tot. Waren das die letzten Worte an ihrer Schwester? Warum sollte sie sie in Ruhe lassen? Marc, Katrin hat sie angerufen. Sie haben ihr diese SMS geschickt und dann war sie tot. Was war los? Nichts. Nichts gibt's hier nicht. Also, was war los? Es war wegen Tim. Sie haben sich wegen ihrem Sohn gestritten? Nein, weil sie mich wieder angerufen hat. Weil sie wieder angerufen hat? Weil sie mir nachspioniert hat. Und das hätten Sie satt? Sie hat sich ständig eingemischt, hat rumkontrolliert und ja. Weswegen denn? Ist jetzt eh egal. Nein, es ist nicht egal, ganz im Gegenteil. Gleich nachdem Ihre Schwester mit Ihnen telefoniert hat, hat sie Anne Kempf angerufen. Sie hatte mit Ihnen beiden Streit, das hat das halbe Volleyballteam mitbekommen. Also, worum ging es genau? Was habe ich da jetzt schon erzählt? Das hat sie immer gemacht. Wo ist Tim? Wart ihr schon essen? Was hat er gegessen? Wart ihr schon auf dem Spielplatz? Und waren Sie bei Tim? Ich hätte eigentlich auf ihn aufpassen sollen. Eigentlich, aber? Konnte nicht. Wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 8:30 und 9? Fußball. Meine Jungs hatten ein Spiel und das ist eine große Verantwortung. Außerdem verdiene ich damit mein Geld. Fußball. Fußball. Okay. Da hat man doch andere Dinge im Kopf. Was können Sie uns denn über den Freundeskreis Ihrer Tochter erzählen? Sie hat auf Lehramt studiert, Geschichte. Freunde. Ich meine, sicher hat sie sich mit Kommilitonen getroffen. Ne? Hatte sie einen Freund? Kann ich mal das Zimmer von Katrin sehen? Ja, bitte, danke schön. Und nach dem Tod Ihrer Frau haben Sie sich allein um die Kinder gekümmert? Aber Katrin ist uns eine große Hilfe gewesen. Ja, sie hat früh angefangen damit. Mit ihren großartigen Erziehungsmethoden. Marc! Und wie sahen die aus? Ja, im Prinzip ganz einfach, ne? Also, sie wusste einfach immer alles besser.
Sie waren beim Konzert. Warum haben Sie mir gesagt, dass Sie bis nach 9 Uhr beim Fußball waren? Na, ja, weiß doch. Das Konzert fing um 9 Uhr an. Sie verpassen eine halbe Stunde vom Konzert Ihrer Lieblingsband. Das glaube ich nicht. Ja, es ging nicht anders. Meine Mannschaft, die hat ein Spiel und dann, was soll ich da machen? Ja. Und sie wollen, können sich weiter umschauen. Ich will Tim was zum Geburtstag kaufen. Aber der Club zahlt erst nächste Woche. Ja, nimm dir was aus dem Geldbeutel. Aber höchstens 50. Wenn du mehr brauchst, dann muss dein Sohn halt warten. Dir wär's lieber gewesen, mir wär's passiert, oder? Anstatt ihr. Ich wollte das nur geben wegen, dass ich irgendwas Schönes für ihn aussuchen. Okay. Pass auf dich auf und mach's gut und. Tschüss. Totschlag gibt's 10 Jahre Strafe. Euer Effekt kann es eventuell ein bisschen weniger sein, stimmt's? Pech, dass Sie schon 18 sind. Sie waren am Mittwochabend nicht bis nach 9 beim Fußball. Um 8 war das Spiel aus. Um 8:30 waren Sie hier raus. Und um 9 fing das Konzert an. Wo waren Sie zwischen 8:30 und 9? Welchen Weg haben Sie genommen zur Konzerthalle? Mensch, Marc, zwischen 8:30 und 9 wurde Ihre Schwester getötet. Und zwar genau auf dem Weg zwischen hier und der Konzerthalle. Der Streit an dem Abend, als Ihre Schwester Sie angerufen hat, es war schlimmer als sonst. Stimmt's? Wie war das damals? War Anne Ihre erste Freundin? Aber da gibt's doch Lösungen. Ich meine, man muss das Kind doch nicht kriegen. Mit 14. Haben Sie da nicht drüber nachgedacht? Oder wollten Sie das Kind? Bin ich bescheuert. Und Anne doch bestimmt auch nicht. Nee, aber die hat sich nicht getraut, was zu sagen. Sie müssen doch mitbekommen haben, dass sie schwanger war.
Nee. Nee. Niemand hat was gemerkt, also, bis es zu spät war. Wie oft sehen Sie Ihren Sohn, Mark? Einmal die Woche? Nee, nicht so oft. Nicht so oft. Aber Ihre Schwester Katrin, die hat regelmäßig den Kontakt zu Tim gesucht. Ja, er war ständig bei ihm und so. Hat mir von ihm erzählt. Das muss Sie doch wahnsinnig genervt haben, oder? Vorgestern sollten Sie sich auch um ihn kümmern. Aber es ging ja leider wieder mal nicht. Ja, es hat bis jetzt aber immer geklappt. Anna hat es im Griff. Ja, aber Katrin hat trotzdem ihren Kontrollanruf gemacht. Weil sie wissen wollte, wie ihr Tag mit Tim war. Als sie erfahren hat, dass sie schon wieder keine Zeit hatten, hat sie getobt vor Wut. Weil sie volljährig sind. Weil sie Verantwortung tragen. Zumindest moralisch. Sie haben gestritten und sie wollte sie sofort sehen. Und anstatt sich zu Hause mit ihr zu treffen, worum sie sie gebeten hat. Befohlen, nicht gebeten. Anstatt sich zu Hause mit ihr zu treffen, gehen sie in aller Seelenruhe ins Konzert. Und auf dem Weg dorthin ausgerechnet begegnen sie sich. Sie streiten. Der Streit eskaliert und sie stoßen sie den Abhang runter. Nein, was? Dass sie nicht gestritten haben. Doch, aber ich... Dass sie nicht mit ihnen reden wollte. Doch, aber... Wir haben... Dass sie nicht gesehen haben. Sie waren da, Mark. Sie waren mit Katrin da und sie haben sie umgebracht. Sie sind einfach weggelaufen und haben sie liegen lassen. Wenn sie einen Krankenwagen gerufen hätten, dann würden sie noch leben, verstehen Sie? Ich bin doch nur vorbeigefahren, aber sie haben mich... Sie hat mich nicht gesehen. Sie haben? Wer? Katrin hat mich nicht gesehen. Mark? Wer war da? Wer war bei Katrin? Anne war noch da. Anne? Warum haben Sie uns das verschwiegen? Sie wollten Anne schützen. Warum? Hat's was damit zu tun? Soll ich ihn aufmachen? Nee, ich habe ein Stipendium bekommen. Informatik. An der Stanford University. Nicht schlecht. Wo ist das Problem? Katrin hat's rausgefunden. Ja und? Das ist doch eine gute Nachricht. Sie wollte, dass ich absage. Sie hat gesagt, ich kann mich nicht einfach so aus dem Staub machen. Ich hätte Pflichten wegen Tim und so. Ja, das stimmt ja auch. Versteht trotzdem nicht. Sie hat gesagt, dass sie mich anzeigen kann. Das kann sie aber gar nicht. Wie, das kann sie nicht? Kann sie nicht. Sie hat gesagt, sie kann mich vor Gericht bringen. Dann. Nein. Und darum ging's bei dem Streit am Telefon. Ja, ich muss doch sauber sein. Die haben mich sind ja ziemlich streng. Ach so. Polizeiliches Führungszeugnis, keine Verwicklung in Strafverfahren, keine Vorstrafen. Aber Katrin ist tot. Sie hätte sie so oder so nicht vor Gericht bringen können. Sie wollten eine schützen. Warum? Ja, aber wenn Anna ins Gefängnis muss, kommt Tim zu mir. Der Tod ihrer Schwester ist ihnen egal. Hauptsache, sie kommen in die USA. Das ist doch meine einzige Chance, oder? Für den ganzen Scheiß wieder rauszukommen.